Ein Stern, du. Nee, ich möchte Geowurf ausprobieren. Das wird geil. Ach ja, das habe ich vergessen. Aber er ist trotzdem. Ach, so sieht er aus. Oh, war jetzt ja nicht beeindruckend. Hey, hier. Kann er nicht mehr verwirrt sein? Wie er halt nicht einmal sich selber trifft. Das ist echt ein faszinierendes Pokémon. Normales Pokémon hätte sich zu dem Zeitpunkt schon selbst fast tot gekloppt. Ich bin so stolz auf dich, Andreas. Echt. Mist, der hat mich erwischt. Ah. So, er sieht so kochmäßig aus, ne? Oder ein Matrose. Der Verlierer wird Ki geholt. Das ist ein Matrose. Los! Ja, ist ein typischer Matrose. Gunnar! Macholu! So, so. Absorber. Zieh raus da. Klingt das was? Boah, läuft. Oh, ich habe Angst. Mir zittern die Knie. Einfach auf Fresse. Immer wieder drauf, 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 immer wieder drauf. Das kann ich den ganzen Tag machen. Das kann er hoffentlich nicht den ganzen Tag machen. Das tut nämlich ganz schön weh. Zumindest in dem Verhältnis, was wir hier sonst gewohnt sind. Ja, der macht das wieder. Nicht noch so ein Silberblick. Nicht? Das ist total unbequem, deswegen bin ich ein bisschen hin und her gerückt. Gute Nacht. So. Was hast du denn noch? Wie, das war's? Ah, von einem Kind besiegt. Der hat Macht doch nicht. Das ist doch nicht dein Ernst hier. Aber die Musik ist schön. Oh, das hole ich mir doch gleich. In der Erholung. Hat er sich gerade umgedreht? Auch sie, Leute, besitzen Pokémon. Was kramst du da überhaupt in meinem Zeug rum? Sag mal, geht dir das noch gut? Ich würde hier gerne Tripler ein bisschen leveln, aber das wird nichts, wenn die alle hier mit Wasser-Pokémon rumlatschen. Ach ja, der Absorber ist schon wieder halb down. Ach ja, Gift funktioniert bei den Viechern nicht. Das hat keine Wirkung. Wir machen folgendes. Ein Schlafpulver. Jetzt kann ich wieder nicht weg wahrscheinlich. Ich will es mal versuchen und gleich. Hier. Pokémon. So. Versuchen nochmal mit Botox was zu reißen hier. Vielleicht läuft Käfer ein bisschen besser. Kann er überhaupt schon Käferattacken? Du, Nadel kann er doch schon, oder? Ah. Boah, das ist sogar nicht sehr effektiv. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich weiß, ich komme mit den Typen nicht zurecht und so weiter, so auswendig können, aber das ist einfach so. Da müsst ihr mit klarkommen. Außerdem schlägt sich Botox gar nicht schlecht. Du wirst jetzt nicht vergiftet, Kerle. Käfer gegen Gift uneffektiv oder so? Ein Stern, du. Ja, was soll's. Machen wir mal eine Runde hier Botox. Du, Nadel. Schnacks. Schnacks. Oh, da geht einiges. Wenn da nicht Gift mit dem Typ ist, dann... Ach, Botox, du bist gut. Du, Nadel, nur einmal getroffen. Wo kommen wir denn da hin? Schwindelbude, ey. Das war eine reife Leistung. Jetzt lass mich mal hier raus aus deinem Kabuff. Da sind noch jede Menge andere Kajüten, die ich testen muss. Ja moin! Ich war früher genauso aufgedreht wie du. Ja, deswegen kommst du jetzt auf mich zugesprintet. Igor! Los Igor, was hast du dabei? Ein Seeper.
Habe ich immer noch übel vorne. Faszinierend. Aber gut, dann hauen wir erstmal hier nochmal ein bisschen Asorb. Nicht ab. Ah. The fuck ist da los? Was für ein Typ hat Seepad, dass das so gut läuft auf einmal? Oder lag das wirklich nur an Tentara? Ich bin beeindruckt. Jawoll. Kriege ich mal eine gute Attacke? Nicht? Okay. Gibt irgendeiner der Sporn mal ausgetauscht? Das nächste Seepa, das nehmen wir auch so aufs Korn. Das läuft ja gerade richtig gut. Zieh raus da. Töten. Jawoll. Tja, richtiges Festessen hier. Hä, warum wechseln? Nein, falsche Taste. Das letzte, das kriege ich auch noch ausgelutscht. Ein bisschen DNA assimilieren. Das Übliche halt, was man so macht. Als Standard-Pokémon. Ja, komm. Da geht einiges. Oh nein, ich hab verloren. So, zeck ich mir mal deinen Ball da, einen Äther. Super. Danke, Mann. Letzte? Ne, vorletzte Tür. Moin, Kerle. Ich hab das Gefühl, es sind mehr Trainer als auf der alten Edition MS Angel. Mein Ruf als Seebär steht auf dem Spiel. So. Pierre, was hast du denn so? Ach, ein Lutschbonbon. Also wenn du so weitermachst, dann hat sich das bald mit dem Ruf als Seebär. Seebär, Seebär. Hab ich mir wieder ein Wort für zwei Nushas. Ja, dann machen wir mal eine frische Botox-Runde. Pimp my Botox. Oh, dann wird's Level 21. Schick. Ja, das reicht. Da geht einiges. Und vergiftet. Oh Gott, bin ich gut. Vergessen, dass du Nadel das kann. The fuck, Eis? Ach, ein Schaden. Okay. Ist nicht sehr effektiv, oder? Ah, oh, steht nicht mehr bei. Das ist ja normal. Das ist traurig. Level up, Botox. So. Tentacha. Bleiben wir bei Botox. Der schafft das. Ja, komm. Jetzt muss ich immer alles wegdrücken muss. Schnacks. Ist nicht sehr effektiv, okay. Oh. Oh. Jawohl. Gute und Nacht. Oh yeah. Das hat gerockt. Bin ich stolz drauf. Kiel unter. Und was bist du denn hier für ein Hiopai? Du weißt, nee, du weißt? Weißt du das eigentlich? Übrigens, ne? Und übrigens, ja, wir Seeleute lieben es zu kämpfen. Immer diese Prügeleien auf dem Sif. Da geht einiges. Leonard, mein Name. Mushas, mein Beruf. Ich verklopp dich mir die Muschel, bis du weich bist in die Kopf drin. So, Alter, da geht ja auch einiges. Warum hat denn das vorhin nicht funktioniert? Warum war das Pokémon kaputt oder was war da los? Volltreffer. Alles klar. Das Viech ist manchmal echt komisch. Oh, das ist knapp. Das ist knapp. Ja, was für ein Kampf. Okay, ich will hier raus. Nur Verrückte.
Bekloppte und Bescheuerte in den Kajüten hier. Unterdeck. Oh. Das ist meins. Ne. Supertrank. So, Kerle. Mein Pokémon Mushuk ist super stark. Mit seiner Stärkefähigkeit kann er sogar Felsen bewegen. Mushuk. Toll. Ich dachte, ich darf es jetzt ein bisschen zerlegen. Ist da noch was drin? Das ist so abartig, was man auf diesem Schiff in den Mülleimern findet. Dang. Guten Tag, Gentleman. Ich mache immer alleine Urlaub. Meine Frau, die kann zu Hause aufs Haus aufpassen. Nur meine Pokémon begleiten mich. Als ob die alte Frau das verdient hätte, Urlaub zu machen. Sowas nennt sich Gentleman. Nikolai. Was packt deinen Kampf? Ich hab jetzt nicht hingeguckt. Fukano. Ja, es ist... Man könnte sagen... Doch, man könnte sagen, kontraproduktiv. Da... Wird Zeit, dass es juckt in der Hose. Tripper, komm raus. What you gonna do? Dann machen wir doch mal... gepflegte Metallklaue. Metall natürlich gegen Feuer, nicht sehr effektiv. Und was kommt? Kraftzahn. Rutenschlag. Das kenne ich auch. Rockzucki. Oh yeah. Autsch, das wird tödlich. Nicht? Na gut. Toll. Teil die Erfahrung unter all meinen Pokémon auf. Los, tu es. Schnacks, gute Nacht. Ja, reicht. Super. Scheiß Vieh. Rüberhält. Reicht aber fürs Level A. Säure. Was tut Säure denn so? Sprüht die verteilt. Eventuell die Verteidigung sinkt mit 40 Schaden. Was macht Absorber? 20 Schaden. 40 Schaden. Stachelspore. Schlaf. Ich arbeite eigentlich nie mit Schlaf, wirklich. Also. Ja komm, tschüss. Schön die Panzerung wegätzen bei so einem Kiefer-Pokémon. Die ganzen Zitin-Panzer weghauen mit der Säure. Bin stolz auf dich. Tripper, Botox, alle erhalten sie ein bisschen was. Ein Fukano, super, ja. Ich würde gerne weiter mit Tripper arbeiten. Das sind so Aussagen. Ich habe dem echt einen tollen Namen gegeben. Na gut. Ich hab Angst, das tut mir weh. Heul nicht, greif an. Na, das ist ja lächerlich. Das ist ja hier ein Kampf der Giganten. Ich glaube, ich hole dann fürs letzte Fukano Andreas raus. Sonst hat das hier alles keinen Wert mehr. Na komm, haut drauf. Dun, 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 dun. Tschüss, war schön. Ah, dich gibt's ja auch mal. Biss. Warum habe ich dich dabei? Wahrscheinlich nur, weil ich dich gefangen habe, ne? Hast du in meinem Team eigentlich nichts zu suchen. Naja, kriegst halt ein bisschen Erfahrung. Sind wir ja mal nicht so, ne? Oh weh, ich habe verloren. So, den hier noch und dann gehen wir auch langsam die IP aus. Die noch, Entschuldigung. Was? Du siehst müde. Wow! Danke! Episch! Ein Bett für mich und alle meine Pokémon. Passt! Nein, meine Scheiße, du Rotznase, was fällt dir ein? Hat er ja auch eigentlich recht, in fremde Kabinen reinzugehen. Aber ich habe vorher geklopft und ich habe einen hereinvernommen. Na gut, Arthur. Aber wenn du gleich hier mit der Prügelstrafe kommst, wie im Mittelalter, dann muss ich sagen, das ist nicht die feine Englische.
Das Spiel kann man aber auch zu zweit spielen.